Willkommen zurück zu Warptorio, meiner Factorio Serie Nummer 2. Und wie hier auf der Karte sehen können, habe ich seit letztes Mal rundherum die Mauern fertiggestellt. Wir haben auch ein Netz an Logistik, welches die Reparaturen versorgen kann. Aber was wir jetzt noch brauchen ist, denn wenn wir mal diese Welt mit unserer Plattform verlassen, dann müssen wir sicherstellen, dass das Leben auf dieser Welt weitergeht. Sprich, wir brauchen eine Furnace Array, wo wir Kupfer und Eisen und Stahl produzieren, so dass wir das Nötigste hier herstellen können. Das Nötigste ist in erster Linie mal Uran für unseren Reaktor hier oben, aber dann auch ein bisschen Werkzeug für die Reparaturen, allenfalls Lasertürme, falls die kaputt gehen, und so weiter. Und ich habe mir gedacht, wir machen das Ganze hier in diesem Gebiet und karren das Material per Bahn an. Denn wenn wir die Felder hier unten anschauen, da ist nicht mehr allzu viel drin. Und irgendwann möchte ich dann auch wieder diese Bahnlinien reaktivieren, so dass wir auch statt von hier das Erz das Ganze über die Bahn reinholen. Nun, ich denke aber, ich mache doch einfach mal hier das Layout der Öfen, und dann werden wir sehen, wo wir die Bahnhöfe platzieren. Die Schmelzen sind platziert und es fehlen noch einige Geschwindigkeitsmodule. Aber wie ihr vielleicht sehen könnt, ist das eine Kopie von unserem Keller. Wir haben hier unten was für Eisen, dann in der Mitte Stahl und ganz oben Kupfer. Das heißt, wir können nun rangehen und hier mit etwas Abstand mal den ersten Bahnhof platzieren. Wenn wir hier oben rausgehen, an Bahnhof in diese Richtung, dann brauchen wir eine Ausladung für, ich denke, hier machen wir mal 4 Waggons, aber die Ausladung nur einseitig. Hier wichtig ist, dass wir möglichst schnell die Waggons ausladen, hier in die Kisten, aber von den Kisten dann auf die Bänder, das muss nicht so schnell geschehen, denn bei den Bändern, das wird wahrscheinlich sowieso nur so schnell sein, wie wir die Materialien denn auch verarbeiten können. Und wir beginnen hier mal mit gelben Bändern. Dann, wenn wir sie zusammenführen, auf Rot.
Und dann nehmen wir zwei rote zusammen. Und das hier, das wird Eisen sein. Sprich, wir können hier dann schon mal anschließen. Sehr schön. Hier kommt das zweite Band dran. Das heißt, hier müsste dann Kupfer ran. Und da kopieren wir doch einfach mal dieses Setup hier. Lassen da etwas Platz. Da wahrscheinlich ein paar Bahnhöfe. Oben. Auf der richtigen Seite ein Signal und dann auch hinter dem Zug ein Signal. Gut. Dann können wir nämlich hier die Einfahrt machen. Und hier machen wir es so. Da nehmen wir alle vier Bänder zusammen. Und dann machen wir da einen blauen Teiler dran oder blaue Teiler. Teilen das Ganze schön auf. Eigentlich müsste ich da ja hier was brauchen, wo ich von vier Bändern auf ein Band komme. Sieht einfach aus. Da hätte ich ja nicht mal eine Blaupause gebraucht. So. Und dann werden wir auch noch Kohle brauchen und Öl. Aber die Ölverarbeitung, die machen wir vielleicht hier nach oben, im rechten Winkel dazu. Und dann müssen wir wahrscheinlich recht viel Gleise legen, bis wir die ganzen Materialien rangekarrt haben. Wie ihr seht, haben wir inzwischen auch schon ein paar Züge auf den Gleisen. Ich habe auch hier mal von hier unten Wasser geholt für unsere Ölverarbeitung hier oben. Ich denke, ich muss euch nicht zeigen, wie das funktioniert, denn es wird sehr ähnlich sein wie das hier. Wir werden ein paar Raffinerien haben, die direkt Leichtöl produzieren und dann eine größere Reihe. Eigentlich brauche ich hauptsächlich Leichtöl für Schwefel bzw. Schwefelsäure und Kunststoff. Aber da wir nicht wirklich in die Festbrennstoffverarbeitung gehen, brauchen
wird nicht so viel Schweröl und Leichtöl. Also vielleicht etwas mehr direkte Verarbeitung. Wir werden etwas Schmiermittel benötigen, aber das sollten wir hinbekommen. Aber nun, wie bringen wir das hier zusammen? Was ich hier haben möchte, ist eine Warte-Area. So. Weil hier haben wir die vier Bahnhöfe und wenn wir mehr als einen Zug pro Bahnhof haben, dann haben die können die nirgends hin. Drum machen wir hier sowas. Ein Warteareal. So. Noch ein paar von den Signalen. Und die sind alle rot, weil alle Bahnhöfe besetzt sind. Und dann hier können wir zu unserer Hauptlinie zurück. So. Und dann müssen wir rausfinden, wo unsere Hauptlinie ist. Ich denke, die machen wir hier etwas auf dieser Seite. Da kommen wir runter und rauf. Und dann können wir hier mal das Kupferfeld anschließen. Da unten ein Eisenfeld. Kohle bekommen wir von da oben. Sind dann eigentlich das ist dann unsere Linie. Hier kommen wir raus, da kommen wir rein. Und da ist ein Mast im Weg. Und auf welcher Seite fahren wir? Die Frage. Denke. Hier. Was dann bedeuten würde. Denn die brauchen wir jedes Mal, bevor sich das Gleis teilt und nachher brauchen wir ein normales Signal.
Signallänge in etwa so haben, dass ein voller Zug dazwischen Platz hat. Gut, das heißt hier ist unser Ausgang. Da gehen wir nach oben. Und da gehen wir nach unten. Das ist auch hier wieder so ein Signal. Und dann dann müssen wir hier keine Kurven. Müssen wir hier nur noch das Gleis nach unten legen. Sicherstellen, dass wir da dann auch die Signale richtig platziert haben. Hier und hier. Und dann hier und hier. Dann können wir diesen Abschnitt hier nehmen. Ah. Den kopieren. Signal 1 weiter nach oben setzen. Und das wahrscheinlich etwas besser. Wir können das hier und so kann ich dann im Wesentlichen die ganze Bahnlinie platzieren, welche da nach unten geht, da nach oben, und dann brauchen wir da eigentlich nur noch die Bahnhöfe für die Felder. Das machen wir im nächsten Clip. Dann wollen wir mal hier unser Kupferfeld anschließen. Das erste Erzfeld, das wir haben. Und wahrscheinlich, oder ziemlich sicher, die anderen werden genauso funktionieren. Hier. Haben noch eine Station. Machen wir die hier hin. Dann habe ich, glaube ich, hier irgendwo einen Blueprint für einen Lader. Genau. Das passt hier wunderbar. Abgesehen davon, dass ich keine Eisenkisten habe. Aber daran soll es dann ja letztendlich nicht scheitern. Und den Platz, den ich hier gelassen habe,
jetzt sich wunderbar aus, wie wenn ich das geplant hätte. Fehlen tun nur die Eisenkisten. Hier hinten brauchen wir so ein Signal. Und dann was machen wir daran? Und das kommt dann daran. Dann brauchen wir diese Linie nicht mehr. Und sobald wir da dann unsere Stahlkisten dran haben, ist unser erster Bahnhof fertig. Und dann muss ich das gleiche hier für Eisen noch machen, hier oben für Kohle. Und ich denke, von da hole ich mal Öl. Aber das funktioniert immer nach dem gleichen Schema. Und sobald ich das habe, können wir hier die Züge einstellen und sie auf ihren Weg schicken. Die Stationen sind alle platziert und hier zumindest bei den Erzfeldern sind die auch entsprechend benannt und haben eine Zugbeschränkung für einen Zug. Das bedeutet, zu einer Station wird nie mehr als ein Zug fahren, sollten wir mehr als einen Zug haben. Hier unten, da brauchen wir jetzt die Umbenennung auch noch. Das ist Eisenerzanlieferung. Dann ist das Kupfererzanlieferung. Das ist Kohleanlieferung. Und das ist Ölanlieferung. Sehr schön. Die sind benannt. Dann können wir die Züge einstellen. Das ist unser Eisenzug. Da fahren wir zum Eisenfeld, bis das Inventar voll ist, und dann zur Entladung, bis das Inventar leer ist. Und weg. Und hier das gleiche, einfach für Kupfer, volles Frachtinventar, Kupfererzanlieferung, leeres Frachtinventar und los geht's. Immer schön schauen, dass ich nicht auf dem Gleis stehe. Kohlefeld, volles Frachtinventar, Kohleanlieferung, leeres Frachtinventar und auf geht's. Ölfeld, volles Frachtinventar, Ölanlieferung, leeres Frachtinventar und auf geht's. Und unser Eisenzug und unser Kupferzug sind schon wieder zurück. Das hängt sich auch damit zusammen, dass natürlich bei den Feldern da jetzt die Kisten voll sind. Und wir sehen, die Verarbeitung läuft hier an. Und
damit werden wir es für diese Folge belassen. Nächste Folge werden wir uns dann darum kümmern, dass wir auch die Erze und die Materialien weiterverarbeiten, dass wir hier oben unser Öl noch hinpacken. Aber wir wissen, was wir tun. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss!